Was taugt eigentlich Funnel Cockpit? Hier in diesem Video testen wir einmal Funnel Cockpit für dich und ich habe dir viele Tipps und Tricks rund um Funnel Cockpit mitgebracht und wir schauen uns die Plattform einmal an. Du möchtest Online-Kurse erstellen, Verkaufsseiten erstellen, deine Zielgruppe erreichen mit E-Mail-Marketing und natürlich besser verkaufen mit einem ganzen Sales Funnel, dann bietet dir auf jeden Fall Funnel Cockpit eine tolle Möglichkeit dafür. Wie das geht und wie einfach du damit Webseiten, Verkaufsseiten, Mitgliederbereiche und E-Mails erstellst, das zeige ich dir in diesem Video. Bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn ich verrate dir auch noch ein paar tolle Tricks von mir und von meinen Kunden ganz am Schluss. So, kommen wir zu Funnel Cockpit. Wenn du dich anmeldest, dann bekommst du hier so ein Cockpit gezeigt. Ich bin jetzt gleich auf den Punkt Funnels weitergegangen. Das ist der Punkt, der für mich sehr wichtig ist. Dann siehst du hier Tracking, kannst du ganz viel eingeben. Du kannst Funnel Cockpit als Videoplattform nutzen. Das heißt, du brauchst nicht mehr unbedingt Vimeo oder YouTube für deine Videos. Du kannst das gleich bei Funnel Cockpit mit hochladen. Auch das ist großartig. Dann kannst du Webinare erstellen, E-Mail-Marketing einbauen, Umfragen und so weiter. Also ein All-in-One-System, auf jeden Fall für den Preis sehr gut gemacht. Und ich nutze das Ganze für Landingpages und Funnel. Und hier siehst du zum Beispiel meine Workshops aus diesem letzten Jahr. So, und ich würde jetzt hier raufgehen, entweder kopiere ich mir meinen, den ich schon habe. Das wäre natürlich dann am einfachsten. Oder ich gehe hier drauf auf Funnel erstellen und gehe dann auf entweder eigenen Funnel erstellen oder auf den Funnel Assistant. Den würde ich dir jetzt erstmal raten. So, und was möchten wir denn als Ziel von unserem Funnel? Zum Beispiel Leads generieren, also Kunden gewinnen, E-Mail-Adressen einsammeln. Oder sollen wir hier Sofortverkäufe über ein Produkt erstellen? Zum Beispiel mit meinem Minikurs in 24 Stunden kannst du hier zum Beispiel eine Webseite für eine Landingpage für dein Mini-Produkt machen, für dein erstes digitales Produkt. Oder eine E-Mail-Liste aufbauen oder Mitarbeiter finden. Was wäre jetzt dein Ziel? Also ich nehme mal an, wir wollen erstmal die Leads generieren, die dann später kaufen. Also eins von diesen beiden Sachen würden wir jetzt wahrscheinlich aufbauen. So, Coaching-Programm, Dienstleistung oder was auch immer. Machen wir mal dieses Coaching-Programm. So, und dann erstellt er dir einen Beratungsfunnel. Wir gehen mal da drauf. Können wir das mal uns anschauen, was es da gibt. Und da gibt es dann hier so Vorlagen. Können wir uns anschauen. Bewirb dich bei uns. Wir können gucken, gibt es hier irgendwas mit Video? Oh, das finde ich super. Ein Webinar-Vorlage. Gucken wir uns an. Okay, wie du mit dem endlich dein Problem lösen kannst, ne? Also mit deinem einfachen System, deine Methode, das und das Problem lösen, kostenlos anmelden. So, das würde schon theoretisch ausreichen. Bei mir steht hier unten noch ein bisschen mehr. So, das ist meine Vorlage, die ich benutzt habe für meine Funnels. Also hier kannst du ein Video hochladen direkt in Funnel Cockpit. Das ist auf jeden Fall super. Brauchst das nicht über Vimeo machen, brauchst das nicht über YouTube, was vielleicht dann irgendwie noch Ads zeigt oder so, das brauchen wir hier nicht. So, du kannst hier alle Bausteine, die du hier auswählst, kannst du bearbeiten, Bilder hochladen, andere Farben benutzen, andere Buttons benutzen und so weiter. Und hier gehen wir mal in, wir würden das jetzt nehmen, die Business-Präsentation, Vorlage ausgewählt. Man sieht da schon was, also so habe ich mir meinen aufgebaut und wir hatten da auch schon Aufrufe. So, dann siehst du natürlich, was da irgendwie passiert und du kannst hier jetzt die Seite bearbeiten, kannst das auch ausblenden, so. Und ich kann jetzt jedes Detail hier mir nehmen und bearbeiten. Ich kann die Farben verändern, ich kann hier ein neues Bild hochladen. Und das ist alles ziemlich selbsterklärend. Wenn du WordPress kannst, wenn du Elementor kennst oder Divi, dann ist das alles sehr ähnlich. So, und hier hast du auch dann so Icons, die kannst du auch verändern.
gehen wir da mal drauf, guck, dann könntest du hier dann irgendwie einen Rettungswagen oder einen Daumen hoch oder sowas machen. Und du kannst natürlich hier dann Bilder hinzufügen, deine Story erzählen und die Texte bearbeiten. So, Logos rein, was bekommst du hier in diesem Workshop? Und ganz wichtig natürlich, wenn du eine Landingpage baust, dass hier deine Webseite, Impressum und Datenschutz drin sind. Und eine Cookie-Mitteilung gibt es hier automatisch schon von Funnel Cockpit. Das heißt, auch da hast du alles DSGVO-technisch im grünen Bereich. Bei mir geht der Button jetzt nicht hier weiter zu Funnel Cockpit, zum E-Mail-Marketing, sondern es geht zu Digistore. Ich arbeite dann mit Digistore und einem anderen E-Mail-Anbieter, kann dir das aber auch sehr empfehlen. Meine Kunden nutzen das. Und wie die Seiten aussehen und wie ganze Webseiten damit gestaltet wurden, das erzähle ich dir gleich im nächsten Schritt. So, kommen wir nochmal ganz kurz zu den, also Webinar-Funktion ist hier leider nicht mehr möglich. Ich habe leider nur noch die kleine Variante von Funnel Cockpit. Aber es gibt hier die Möglichkeit, ein Video hochzuladen. Also das Webinar ist sozusagen ein Video, auf das man dann zugreifen kann, sich anmelden kann, Verknappungen herstellen kann, um dann eben das Webinar nur für bestimmte Teilnehmer zu nutzen oder nur nach E-Mail-Eintrag oder nur nach zeitlichem Eintrag. All das ist möglich, aber die Datei ist halt vorher hochgeladen. Es ist kein Live-Webinar hier mit dieser Funktion möglich. Ich mache das Ganze, ich mache eine Landingpage und lade die Leute dann zu einem Live auf Facebook ein oder zu einem Live-Zoom ein. So umgebe ich mir die Webinar-Funktion. So, dann haben wir E-Mail-Marketing direkt im Funnel-Cockpit. Ich kann hier Kontakte erstellen, ich kann alles Tag-basiert mir Listen aufbauen. Also die Liste im Funnel Cockpit ist basiert auf Tags. In anderen E-Mail-Marketing-Systemen hat man Listen, hier hat man nur Tags. Also Workshop vom September, Workshop vom Dezember könnten verschiedene Listen sein, könnten verschiedene Tags sein, so, Entschuldigung. Und dann kann ich die immer versehen mit diesen Namen, also mit diesen Kurzwörtern. Die kamen alle aus der Facebook-Kampagne XY. Die kamen alle von dieser Eintrag zum E-Book oder wie auch immer. Und dann kann ich ein Newsletter erstellen oder eben Automationen, Follow-up-Funnels nur für die eine Liste oder für die einen Tags oder für alle. Und das kannst du hier alles einstellen. Ist ziemlich selbsterklärend, funktioniert alles wunderbar. Du möchtest dein Coaching-Business jetzt wirklich erfolgreich machen und weitere coole Tipps und Tricks von mir bekommen, wie du das machst, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, denn ich habe dir so viele Videos bereits aufgenommen und seit 12 Jahren arbeite ich als Expertin für Coaches und Therapeuten und mache die sichtbar im Internet. Außerdem kannst du einen kompletten Member-Bereich im Funnel Cockpit erstellen, Kurse einstellen, Produkte einstellen, die man dann auch weiter kaufen kann. Das heißt, einer wird freigeschaltet, die anderen sind noch versteckt. Wenn man sie nicht kauft, dann bleiben sie weiter verborgen. Und all das nutzen meine Kunden sehr erfolgreich, unter anderem lebensmacher.de. Hier haben wir den Login-Mitgliederbereich, der funktioniert über Funnel Cockpit. Und hier kann man dann sich eintragen zu den ersten E-Books, die man hier von Lebensmacher bekommen kann. Und auch das kannst du mal ausprobieren, wie das funktioniert hier über den Funnel Cockpit. Sehr zu empfehlen, Lebensmacher für alle, die ihr Potenzial entfalten wollen, gerade für Jugendliche oder Berufseinsteiger. So, auch die Starkmacher, ein Ehepaar, was Kindern hilft, Kindern und Familien hilft, stark mit ihrem Alltag umzugehen und das Familienleben gut umzusetzen. Diese Seite ist komplett mit Funnel Cockpit gebaut. Sie wird gerade noch übertragen auf die wirkliche Domain. Aber hier zeige ich dir schon mal einen Einblick. Also es ist wie eine Webseite gebaut über Funnel Cockpit. Hier siehst du die Buttons und so weiter. Und hier kannst du schon erste Angebote erstellen. Schon während du noch an einer Webseite zum Beispiel baust, kannst du dir mit Funnel Cockpit einfach das ersparen und das Ganze dann über
Funnel Cockpit laufen lassen. Auch hier kostenlose Checkliste und so weiter, um erste Leads einzusammeln, um erste Kunden zu gewinnen über Funnel Cockpit. Also super. Und du kannst das nachher auf deine Webseite übertragen. Das heißt, du nutzt dann Funnel Cockpit aber auf deiner Domain. Und hier sind wir gerade noch am Basteln. Also das mal dazu. Eine wirklich schöne Seite geworden mit Funnel Cockpit. Irgendwann kommt man an die Grenzen mit dem Gestalten. Aber ich finde, die Möglichkeiten sind wirklich großartig. Genau, also du hast das E-Mail-Marketing, du hast die Landing-Pages, du kannst Funnels erstellen, du kannst auch Umfragen erstellen und so nochmal die Kundenbindung stärker machen. Und mehr dazu verrät dir natürlich Funnel Cockpit in ihrem Blog und ihren Videos, die hier auch hier mit Support und Blogs und so weiter, die man sofort erreichen kann. Also hier auf jeden Fall Daumen hoch für das Team von Funnel Cockpit. Sie haben das ganz gut erklärt. Und einmal verstanden, funktioniert es dann auch sehr gut. Und am Anfang ist es natürlich wie in jedem Programm ein bisschen Getüdel. Damit einen lieben Gruß aus Hamburg und viel Spaß mit Funnel Cockpit. Nutze auf jeden Fall meinen Link, um jetzt zu starten. Du bekommst ihn hier unter dem Video und schon kann es losgehen mit der 14-tägigen Testphase. Also viel Spaß damit. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.